Hallo liebe Freunde von Milbert News, hier sind wir wieder, heute wieder zu zweit. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Wieder gesund? Ja. Gut, dann können wir loslegen, der Bürgerfeind informiert. Und zwar, viele haben sich gewundert, was war da los am 18., also am Samstag. Ja, da wurden plötzlich Bäume gefällt. Ja, die Bäume wurden gefällt, weil es war eine Gefahr für den Straßenverkehr. Aber sie werden auf jeden Fall ersetzt, das hat man uns gesagt. Ja, nächstes Thema. Die Parkplatzsituation in Mühlburg. Mhm. Und, wie sieht die aus? Dass die Parkplätze wohl wegkommen. Wir hoffen es nicht. Wir kämpfen ja noch und wir unterstützen hier, also der Bürgerverein unterstützt die Gewerbetreibenden. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Stadt Karlsruhe hier ein Einsehen hat. Also ja, 25 Parkplätze ist schon jede Menge. Ja, wenn ihr in der letzten Zeit mal durch Mühlburg gelaufen seid, dann ist euch vielleicht eine oder die andere Baustelle aufgefallen. Also es sind nicht viele, aber da kommt jetzt noch eine klitzekleine dazu. Denn die Haltestelle Lameystraße wird umgebaut. Genau, und das wird wahrscheinlich auch ein paar Monate gehen. Ich habe gerade heute Morgen eine E-Mail bekommen von einem Bürger. Ich darf natürlich den Namen nicht sagen. Und ja, der hat sich auch sehr viele Sorgen gemacht und ja, weil diese Baustelle dazugekommen ist. Wir wissen es ja, die Baustellen werden nicht weniger, sie werden mehr. Da müssen wir durch, wir können nichts machen und da nützt auch das ganze Geschrei nicht, wir müssen da durch. Aber das Positive dran ist, 2015 zum Stadtgeburtstag sind wir definitiv der schönste Stadtteil Karlsruhes. Also sind wir jetzt schon, genau. Aber dann sind wir halt noch schöner. Der allerschönste. Ja, weiter geht es mit unserem traditionellen Neujahrsempfang. Der Neujahrsempfang des Bürgervereins Mühlburg. Mhm. In Zusammenarbeit mit dem Mühlburg Forum und der Mühlburger Kirchengemeinde. Jawohl. Im St. Peter und Paul Saal am 26. Januar um 11:30 Uhr. Also, kommt einfach hin. Wir haben auch einen kleinen Sektempfang für euch vorbereitet. Wir werden berichten, so was das ganze Jahr über passiert ist und natürlich, was noch alles passieren wird. Ja, und dann sitzen wir ein bisschen zusammen, essen und trinken und erzählen uns ein paar Geschichten. Also kommt am 26. Januar in den St. Peter und Paul Saal. Ja, jetzt geht es auch schon weiter mit den Veranstaltungen. Mhm. Neben den ganzen Neujahrsempfängen, die im Januar ja traditionell stattfinden, ja, hat ja jetzt auch die Faschingssaison so richtig eröffnet. Mhm, genau. Und zwar mit der Seniorensitzung der MCG am 25.01. im St. Peter und Paul Saal, fangen wir mal an. Mhm. Der Bürgerverein Mühlburg ist natürlich auch wieder mit einer großen Mannschaft vertreten. Einer riesengroßen Mannschaft. Wir sind, glaube ich, mit 12 Leuten dabei. Ja, weiter geht es mit der Prunksitzung der Karnevals Gesellschaft Fidelio, KG Fidelio. Im Kongresszentrum um 19.30 Uhr am 1.2. 19.30 Uhr ist falsch. 19.31 Uhr. Entschuldigung. Fasching. Auch hier ist der Bürgerverein natürlich sehr stark vertreten. Jawohl. Und als kleines Sahnehäubchen, der Faschingsumzug in Karlsruhe wird dieses Jahr natürlich wieder gekrönt mit einem Faschingswagen des Bürgervereins Mühlburg. Genau, und zwar am 4.3. Und wer mitfahren möchte, ich sage es jetzt nochmal, weil es sind nur noch ganz wenige Plätze frei, für 20 Euro dürft ihr mitfahren. Diese 20 Euro werden natürlich benutzt, damit wir Gutzeln kaufen können und natürlich, dass auch der Sprit reinkommt. Also wir verdienen da kein Geld dran, sondern es ist wirklich nur ein Unkostenbeitrag. Ich habe letztens mal gehört, dass Gutzeln auch falsch verstanden werden können. Zum Beispiel? Als Brötlen, also als Weihnachtsbrötlen. Okay. Als Kekse. Ah, nee, dann sind es Bonbons. Bonbons. Also, dann einfach bei uns melden und verantwortlich dafür ist der Paddy und die Event Crew. Ja, Schauer TVT. Also einfach auf Facebook gehen und bei Paddy melden und dort könnt ihr euch dann einen Platz reservieren lassen. Was wir nicht vergessen dürfen. Nein, okay.
Das Beste habe ich nämlich für den Schluss aufgehoben. Ah, okay. Und zwar das DJK Schlachtfest in Mühlburg. Am 22.02. von 12 bis 18 Uhr im Clubhaus der DJK. Und es gibt Kesselfleisch, Schweinemett, Hausmacherbratwurst und Schlachtplatte. Hört sich gut an. Da gehen wir hin, oder? Gehen wir hin. Ja. Also DJK, wir kommen. Ja. Aha. So, und ich mach weiter. Wenn du magst. Besucht uns mal bitte auf unserer Homepage und lasst mal einen Kommentar los. Es kann auch ruhig Kritik sein, und zwar bv-mühlburg.de. Geh dahin und ja, einfach mal eine Nachricht hinterlassen. Ja. Konstruktive Kritik. Okay, da ist nichts dagegen einzuwenden. Okay. Und wir kommen zu Vanessas Lieblingsthema Sport. Und? Okay, also, wie ihr wisst, der KSC ist ja zurzeit in der Türkei und hat ein Freundschaftsspiel gehabt und hat leider 2:2 gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Also war nicht gerade schön, aber also, es kann besser werden. Der KSC ist im Moment in der Türkei und spielt dort gegen Essen. Genau. Okay, ich erkläre es dir nach der Sendung. Also die fahren zu zweit in die Türkei, um da gegeneinander zu spielen. So ungefähr. Ich erzähl's dir dann, ich erklär's dir dann. Okay. Ich mach das dann später mit dir. Okay, und nun haben wir Geburtstage. Ja. Gabriele Taufer, liebe Gabriele, von ihr, von uns, an dich, alles Gute zum Geburtstag. Und dann der liebe Rüdiger Kocher. Ja. Alles, alles Liebe und Gute von uns zu deinem Geburtstag. Genau, lieber Rüdiger, auch von mir natürlich ganz persönlich liebe Grüße an dich. Und jemand, den du nicht vergessen darfst. Genau, und zwar die Jum. Schreibt man sie so? Ich weiß nicht, aber liebe Jum, auch dir alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Und ich soll dir einen speziellen Gruß von der Beate ausrichten. Also, liebe Jum, auch für dich einen Kuss. Ja. Ja, weiter geht's mit dem Wetter. Und ich habe gestern einen sehr coolen Spruch gelesen. Die Rolle für den besten Schauspieler geht dieses Jahr an den Winter, für seine Rolle als Herbst. Okay, gut. Habe ich auch noch nicht gehört, aber wenn es so sein soll, okay. Ja, das Wetter. Ja, so zieht sich's auch hin. Ja, und zwar, wir haben zwischen 0 und 7 Grad. Also kein Winterwetter, eher Herbstwetter. Na, Herbst auch nicht, aber auf jeden Fall, es ist noch zu warm für diese Jahreszeit. Also ich brauche den Winter nicht, ich brauche die Kälte nicht, ich brauche keinen Schnee. Italienerwetter, 25 Grad, oh, Sonnenschein, das ist es. Weißt du, wo du das bekommst? Wo? In Italien. In Italien? Ja. Dann fahren wir nach Italien. Ja, dann... Ich nehme dich mit. Okay, also, ich glaube, das war's schon. Ja. Schade eigentlich. Ihr merkt, wir sind wieder gesund, es klappt wieder. Naja, gut. Bei der Vanessa, aber ich sage jetzt tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye und gebe das letzte Wort an die Frau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschüss.